What's up, Freaks? Willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir sofort zum Spiel TF2. Heute auf PL Upward, quasi direkt im Anschluss nach meinem Schadensrezept heute. Oh, you don't do that. Oh, he did. He just did. Ja? Ja, das wird wohl hier nichts werden, da habe ich das Gefühl. Ich glaube, wir sollten uns beide hier zurückziehen. Ja, auf jeden Fall, heute möchte ich mit euch über ein etwas Kurioses reden, möchte ich schon mal was sagen. Ich weiß nicht, ob ihr ob ihr schon mal von Venezuela gehört habt. Venezuela ist momentan ein problembesetztes Gebiet, um es jetzt mal recht simpel und straightforward zu sagen. Oh, scheiße. Genau, und oh, scheiße könnte man im Grunde auch dazu sagen, denn in Venezuela gibt es momentan die Problematik, dass Menschen... Dass Menschen, anstehen müssen für gewisse Grundprodukte im Leben. Zum Beispiel seien es Sachen wie Hühnchen, also Fleisch, Zucker, Medizin. Einfach gewisse, einfach ganz normale Produkte im normalen Leben. Lol. Die für die Venezuelaner anstehen müssen momentan. Und das liegt da. What the? No, you didn't do that. You just got me. Oh Gott. Zwei Pyros. Jetzt wird's aber. Okay, okay. Das war. Ah, random Crit. Ich fass es nicht. Kann das Ding random critten? Konnte das? Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt, um Gottes Willen. Das war cool. Das war cool, ja. Ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, die müssen halt für Grundnahrungsprodukte teilweise stundenlang anstehen, denn es gibt einfach nicht genug momentan. Es gibt da eine Art Knappheit und durch gewisse andere Probleme, wie das noch verstärkt und so weiter und so fort. So wie die Welt halt heutzutage leider ist. Jetzt ist aber das ist eine interessante Problematik entstanden. Und zwar eine wirklich interessante Problematik. Und zwar, jetzt können die Leute da nicht mal mehr Sex haben. Ganz ehrlich, Leute. Ich meine, schon Probleme mit Nahrung, keine Ahnung. Und jetzt wird einem sogar der Sex auf eine gewisse Art und Weise, zunichte gemacht. Und das liegt nicht daran, weil die Regierung sagt, wir wollen nicht, dass ihr Sex habt. Das hat gewisse dumme Gründe, warum ich hier gar nicht reflektiert habe. Nee, das hat gewisse Gründe, die richtig heftig sind. Und zwar, es gibt keine Kondome. Beziehungsweise Kondome sind, Kondome ist so schwer ranzukommen dort. Und wenn man an Kondome rankommt, sind sie so teuer, dass sie sich keiner dort leisten kann. Was bedeutet, entweder so oder so. Das heißt, entweder sie können Sex haben und ja, das Kind ist ein Kind bekommen. Was, wenn man sich, wie gesagt, die Probleme, die dort momentan, bestehen. Oh, scheiße. Nein, nein, ich habe gerade einmal aus Versehen geswitcht mittendrin beim Airblast. Das war ein Fail. Also doppelt geswitcht. Nee, aber stellt euch mal vor, ihr müsstet entscheiden zwischen, ihr habt nur, mehr oder weniger nur gewisse Möglichkeiten, um Spaß zu haben. Sex ist eine dieser Möglichkeiten. Und jetzt könnt ihr selbst nicht mal das machen, denn es gibt einfach keine Kondome mehr. Es gibt einfach keine Möglichkeiten mehr. Außer, ja, ihr wollt ein Kind haben. Und für die meisten Leute, auch gerade in diesen problembesetzten Gebieten, ist das nun mal nicht die beste Möglichkeit unter Umständen, wenn man sich das so denken könnte. Ich meine, in anderen Ländern wie hier Afrika oder so, dann ist das ja ein bisschen umgekehrt, sage ich jetzt mal. Dort ist ja die Philosophie im Sinne von, hey, wir sind arm, aber eins unserer Kinder könnte es ja schaffen, irgendwo berühmt zu werden und hat dann ganz viel Geld. Das ist ja leider die, Sache, die hier, wie gesagt, in den ärmeren Gebieten Afrika, in Indien teilweise auch so, was so Tatsache ist leider. Was heutzutage anscheinend normal ist irgendwo in diesen Ländern. Was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Wie gesagt, ja, toll, mein Kind könnte es zu was bringen, aber dafür wächst mein Kind in keine Ahnung was für Umständen auf. Ich meine, das ist ein Deal, das ist kein schöner Deal, oder? Deswegen, also ich verstehe diese Problematik allgemein dahinter nicht, aber darüber will ich jetzt eigentlich gar nicht reden. Es ist einfach nur irgendwo lustig und irgendwo traurig, zu sehen, dass die jetzt selbst gewisse, ja, Grundbedürfnisse, die sie haben, nicht mehr mit ihrem Partner befriedigen können. Irgendwo traurig, oder? Irgendwo lustig auch. Aber irgendwo ist es mehr traurig als lustig, denke ich mal. Ich hätte ihn gerade löschen sollen, ich bin Arsch. I'm sorry, bro. Gott, ich krieg sie gerade nicht. Ich fühle mich hier gerade nicht sicher, wenn ich das so ehrlich sagen darf. Löschen, 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 löschen. Hat nicht geklappt. Er war zu weit weg. Gritte Götter. Spy. Nope. Nope, 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 nope. Lauf nicht gegen mich, wenn du dich verstecken möchtest. Mister.
rein, Penny Spy. Komm schon, scheiße. Ich hab noch genug Ammo. Ich musste so einen halben Seitwärtsblick machen für Ammo. Denn mein Mikro steht, wie es immer schon so ist, gewesen ist, immer davor. Ich weiß gar nicht warum. Ah, come on, schon wieder. Ray Houston. QQ und so weiter, ne? Auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst ja, kommentieren und liken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.